Die Ergebnisse sind da und dann schauen wir doch mal in die Beschwerdeakte. Julia Jones, ihr schuldet mir beide was dafür. Ja, gut, von mir aus kriegst du ein Computerspiel dafür. Er hat die Aufgabe beteiligt und im Hintergrund zwei Stimmen, die Aufnahme beteiligt und im Hintergrund eben zwei Stimmen gehört. So viel so wie Geräusche vom Kampf. Und ja, beide Stimmen sprachen Russisch. Also der Mörder muss Russisch sprechen. Das wäre halt mal der Mikhail und der Dimitri. Die beiden würden jetzt in Frage kommen. Jetzt muss ich wohl den Mörder festnehmen. Das heißt Russisch. Muss entweder er oder er sein. Haben beide Glattspuren. Er hat aber noch eine Goldkette, die er rechts nicht hat. Der benutzt bestimmt noch 6 Meter sind die alle groß. Ich verhafte ihn einfach mal. Den Mikhail. Genau, weil die Affäre ja war, deswegen hat er wahrscheinlich aus Verzweiflung und als Rache ihn umgebracht. Gut, der wurde verhaftet. Na toll, und die Eva, die setzt noch eins drauf. Jahre Gefängnis für Mord. Klar, der bleibt nie so lang drin. Aber es ist noch nicht ganz vorbei. Irgendwas stimmt noch nicht. Wir sollten vielleicht mal weiter ermitteln. Weil irgendwas ist da noch im Busch. So, jetzt kriegen wir erstmal wieder Lob, damit der Fall, dass der Fall da jetzt gelöst worden ist. Jetzt wurde das Restaurant aber übernommen von Dimitri. Da soll ich mal nachgehen, was jetzt da los ist. Gut, ihr braucht natürlich Hilfe, der Bart. Eine Actionfigur, eine Jade-Actionfigur hat eine verloren, Mensch. Ja gut, wir suchen sie doch, oder? Ja, besuchen wir sie mal. Jetzt reden wir aber noch schnell mit Dimitri, was er sagt. Genau, Lebensmittelvergiftungen, Beschwerden, was hat er damit zu tun? Er sagt uns nichts. Wahrscheinlich sollte ich jetzt, muss ich da nochmal ein bisschen rumsuchen, dass ich was finde. Was sagt sie denn dazu? Ja, ich muss jetzt wahrscheinlich Antons Kettenarmband finden. Wir haben ja alle nichts Besseres zu tun. Dann ermitteln wir einfach mal im Abwasserkanal zuerst. Alles Mögliche. Zuerst verliert er den Geldbeutel, dann noch die Jadefigur. Nun, Chaku, das sind diese Teile, wo der Michelangelo doch gehabt hat von den Turtles. Eine Ente. Der Hammer.
Ach, eine kaputte Figur. Die muss ich wohl wieder zusammensetzen. Grüne Flüssigkeit, ist das Ding da oben? Wo ist jetzt die Waffe? Ach, da oben. Ist doch ein bisschen größer gewesen, als ich gedacht habe. Ich muss hier reparieren. Ja, endlich mal was anderes. Kein Sch- also nicht das Schriftstück. Oh. Ah, das fehlt hier, okay. Dann die Haare und der Arm und die Hälfte vom Gesicht. Ein geschicktes Händchen, ja, ja. Geben wir sie doch gleich mal ihm zurück. Nein, ich muss erstmal noch unter die Lupe nehmen. Ja, klar. So lange schon wieder nicht gespielt. Ja, ist nicht der Cocktail. Notiz. Help der Eulenkopf. Mülleimer. Cocktail. Wo ist denn der? Die Olive steckt hier drin. Die Wodkaflasche. Das Jojo hängt es irgendwo. Essensreste. Ah, hier oben. Dann noch das Ketchup. Und da hängt das Jojo. Da sollte ich doch glatt ein paar Proben nehmen davon. Dann untersuchen wir doch mal ein bisschen, was denn da gegessen wurde und wie lange das da schon steht. Ha! Klick! Untersucht und in die Analyse statt. Mal schauen, was wir hier dann finden. Schlüssel, Schrotflinte, Fliegenklatsche, Handtasche und jetzt kommt der verschlossene Safe. Der ist hier hinten. Ja, das Kettenarmband wird bestimmt da in dem Safe sein. So.
8208 ist der Code. Anscheinend ist da ziemlich viel Schmuck drin gewesen. Muss ich da mal untersuchen. Ganz viele gleiche Uhren, Schlagring, goldene. Um was geht's? Ach, um das Armband, genau. Zack. Und los zu Eva und lass es uns zurückbringen. 2 Sterne habe ich noch. Miss Coleman, wir haben das Armband gefunden. Und sie freut sich total wegen dem Armband. Und ich habe eine russische Brosche bekommen dafür. Na toll. Sowas möchte ich leider nicht anziehen, aber gut, ich hab's bekommen. Schön. Jetzt muss ich leider warten. Die Actionfigur ist fertig. Wir können die Ergebnisse abholen. Musik einschalten wäre gut, hä? Also es ist der absolute Hammer, die Figur. Weil es ist eine sehr limitierte Aufgabe. Und kein Wunder, dass Bart verrückt danach ist. Und er, ja, der Polizist denkt natürlich, hm, Nerz, ne? Ja gut, geben wir einfach mal sie Bart zurück. Was soll es denn sonst sein? Ja klar. So. Limitierte Auflage. Also ich würde es behalten, weil die sieht echt hammergeil aus, die Figur. Ja, also wir klären natürlich, dass das ja, er selber vielleicht auch machen hätte können. Ist kein Kratzer drauf, ja. Wir haben sie auch so gut zusammengesetzt. Und er hat natürlich was rausgefunden. Und zwischen Salvador Cordero und dem Anführer, also dem Anführer der Vipers und dem Ash Bison gibt es eine Menge Reibungen. Also die kommen zwar ziemlich oft aneinander anscheinend. Oh, und dann gibt es einen offenen Krieg. Und also die Gangs gegeneinander. Oh, gegen die Skulls. Ja, kommt immer mehr zueinander, ne? Ja, müssen wir mal aufpassen, was da jetzt noch so bei mir zwischen den Gangs alles abgeht. Dann holen wir auch noch die Ergebnisse von der Essensprobe. Die Nahrungsproben sind, die waren sauber. Oh, Mist. Also konnte er sich ja also rausreden oder beziehungsweise können wir ihn nicht anschwärzen. Naja gut, dann kriegt halt Dimitri die gute Neuigkeit, dass das Essen da weiterverkauft werden darf und sein Lokal somit auch länger bestehen bleiben kann. Der schaut echt ein bisschen böse, aber vielleicht ist er auch ein ganz so lieber Typ. Oh. Einfach nur sagen, wir haben nichts Verdächtiges gefunden und dann gleich wieder gehen. Bin ich sicher, dass zumindest der Kollege ein gutes Essen zu schätzen weiß. Naja, gutes Essen ist gut, aber vielleicht ist es bei mir dann doch vergiftet. Ach ja, die Bürger geben ja jetzt 120 anstatt 100, gell? Haben sie erhöht. Na gut, danke schön. Das war dann wohl ein russischer Fall Nummer 5. War es noch nicht? Ich kann den nächsten Fall schon freischalten. Hey! Und schon sind wir beim 6. Fall. So schnell geht das, hätte ich gar nicht so viele Sterne sammeln brauchen. Gras. Na gut. Da sammle ich dann noch Freunde ein und dann geht's ja schon mit dem 6. Fall weiter. Bin ich froh, dass jetzt der 5. endlich vorbei ist. Ich glaube, ich habe 1 Monat jetzt gebraucht, bis ich den habe. Cool. Dann sehen wir uns beim 6. Teil.